Ja, hallo ihr da draußen und herzlich willkommen zurück zu Outlast 2. Ich habe mich genau ungefähr eine Minute kurz ohne euch umgeguckt und ach so, ja, ich muss das gedrückt halten. Man kann mit dem Karren interagieren. Ich lasse mich von dir jetzt mal irgendwie nicht einschüchtern. Okay, kann ich dann darüber? Das kommt bestimmt gut mit dem Stacheldraht. Blut, du blutest. Ach so, ja, ich weiß, ich muss einen Verband finden. Okay, ich fühle mich jetzt hier irgendwie wenig sicher. Die Irre mit ihrem scheiß Messer. Ach, die steht da auch noch vor so einem gekreuzigten Hinz. Hinz und Kunst-Dings. Aua. Ich weiß nicht so genau, wo ich hinlaufen soll. Hier sind gerade die Lampen da unten kaputt gegangen. Ich fasse es ja nicht. Kann ich mich wieder verstecken? Hier ist Verbandsmaterial. Das nehme ich und heile mich direkt mal. Ich kann mich hier grundsätzlich überall verstecken. Ich bereue von ganzem Herzen, den Propheten Ezekiel beleidigt zu haben, und ich verabscheue jede Sünde, denn ich beleidige meinen Herrn, der gut ist und meine Liebe verdient. Ich verdiene und ersehne die Strafe, bis mir eine Zeit gegeben ist, zu der ich durch deine Liebe und Gnade und die des Propheten Knots nicht mehr sündige. Leute, ihr habt auch echt nichts zu tun. Freut euch doch einfach mal, freut euch mal, dass ihr am Leben seid. Macht mal Party, geht mal mit anderen Leuten aus. Meinetwegen, hurt auch ein bisschen rum. Mein Gott nochmal. Oh Gott, geil. Batterien auf der Latrine. Schön, dass man hier so reingucken kann. Also wer jetzt noch am Essen war, guten Appetit. Ja, ich lade ja schon nach. Oh, diese Musik macht mich fertig. Immer dieses scheiß Schreie im Hintergrund, was eigentlich auch nur mehr oder weniger ein Heulen des Windes ist. Das ist nicht so witzig. Sag mir, wo muss ich denn lang? Ich habe das Gefühl, ich hätte schon wieder einen Haufen verpasst, weil ich irgendwie ziellos irgendeinen Weg lang gegangen bin. Wie viele Tote hier rumliegen? Ich verstehe es einfach nicht. Warum? Ah! Okay, ich muss nur ein Fass finden. Oh, jetzt weiß ich wieder, wo wir sind. Okay, hier geht's nicht weiter. Versteck dich da drin. Okay. Das ist wieder die Verrückte, die vom Anfang. Wobei ich dachte, die wäre von den Ketzern. Und die Ketzer wollten mich doch nicht töten, oder doch?
Bitte finde mich nicht, bitte finde mich nicht, bitte finde mich nicht, bitte finde mich nicht, bitte finde mich nicht. Oh oh. Nein! Was hat die denn da Leuchtendes am Kopf? Ihre komische Axt, oder? Oder ihr oder Eispickel oder was das auch immer ist. Verrückte Bitch. Verrückte Bitch. So, läuft die jetzt hier im Viereck spazieren? Ja. Irgendwo Gucklöcher? Dort. Ich bin nur vorsichtig, nicht, dass sie hier gleich... Die kommt hier 100 pro gleich lang. Wenn ich hier hinten bin, dann bleibt die ja nicht dort... In dem anderen Karree. Okay. Da unten liegt einer. Oh Gott, sie hat mich. Oh Gott, sie hat mich. Aua! Nein, ist ja direkt hinter mir. Toll. Tschüss. Jetzt bin ich wohl im Arsch. Ich weiß nicht so genau, kann ich... Ich kann hier nicht rein, ne? Hier nicht rein. Okay, jetzt bin ich hinüber. Mist. Wo kam die denn da durchgebrochen, sag mal? Wo zum Geier kam die durchgebrochen? Huch! Hi, Biatch! Aua! Ja, warte mal, ich lass mich mal gerade noch mal... Ich lass mich mal gerade noch mal. Ciao. Okay, war eine gute Idee. Nette Animation. Sie hat mir die Eier rausgerissen. Im wahrsten Sinne des Wortes. So, ich weiß jetzt nicht, ob sie uns gesehen hat, als wir hier reingegangen sind. Ja, hat sie. Mist. Okay, ich will nicht weglaufen, weil ich will mir das einfach sparen. Los, bring mich um. Ciao. Schon wieder. Okay, wir drehen uns rum und laufen weg und dann verstecken wir uns in irgendeinem anderen Fass. Hoffentlich keins mit Wasser. Doch auch irgendwo eins gibt. Hier. Die hat die mich hundertprozentig nicht gesehen. Okay. Jetzt sei nicht so ein Würstchen.
Arm ist mir im Weg. Ist die irgendwo? Nee, ne? Ich bleib mal noch kurz hier drin. Die macht mir schon ein bisschen Angst, das muss ich wohl gestehen. Oh, Kacke. Schon wieder die leidige Frage, wo zum Teufel muss ich denn bitte hin? Das siehst du nicht, das siehst du nicht. Doch, das hat sie gesehen. Ja, das hat sie gesehen. Ciao, Bitch. Die ist auch so schnell. Obwohl die gar nicht rennt. Hier, jetzt bitte rein. Schnell. So. Hier kann ich jetzt erstmal warten, ob die wiederkommt. Und dann kann ich mich hoffentlich gleich hier hinten in Ruhe umschauen. Weil die kam ja, als ich hier hingelaufen bin. Es war ja die ganze Zeit recht still. Und als ich hier hinten war, kam die ja angescheißert. Deswegen glaube ich, dass es hier weitergeht. Okay. Das Schöne ist, jetzt kann ich mich hier tatsächlich so in Ruhe umgucken. Wenigstens ein bisschen. Aber hier geht es ja nirgendwo weiter. Die Tür da ist zu. Da ist auch zu. Ich weiß, 100 Pro, wenn ich hier jetzt einmal raussteige, dann kommt die an. Also sag mal, wo geht's weiter? Huch. Ich trau mich nicht. Naja, komm. Mehr als sterben können wir nicht. Ist nicht dein Ernst. Wo kamen sie denn jetzt her? Hier hinten war ich übrigens auch noch nicht. Oh, hallo! Aua! Was ist mit dir? Das stimmt nicht mit dir! Okay, aber so kann ich mir immer hier hinten auch nochmal die Ecke angucken. Alter, du solltest vielleicht nicht unbedingt irgendwo hier rumhaken. Ja, du musst einen Verband finden. Ich weiß, du kannst auch nicht mehr laufen. Aber Missy scheint auch nicht mehr hinter mir zu sein. Okay, ich gehe mal kurz hier rein. Der muss mal ganz kurz verschnaufen. Hast du jetzt verschnauft? Wo sind denn hier die Löcher zum Rausgucken? Hallo? Ja, ich muss einen Verband finden. Im Moment muss ich erstmal den Weg finden. Das war nicht der Plan. Wo kommst du denn? Ach, da kamst du raus. Interessant. Da will ich mal kurz vorbeilaufen. Aua, doch nicht. Die bricht dann einfach durch den Zaun, die Ische. Das ist schon ein bisschen krank, ist das. Jetzt macht die das immer wieder. Hat die uns eben auch schon so getötet und ich habe es nur nicht gesehen? Ich bin mir nicht sicher. So, wo kommen wir denn jetzt raus? Bestimmt. Ja, war mir klar. Hallo? Ich bin so weit gelaufen, du willst mich doch verarschen. Oh komm, Pussy, ehrlich. Also, langsam wird's unrealistisch mit dir. Aua, ich häng fest. Oh, und jetzt kann ich schon wieder nicht, weil die mich schon wieder weggekloppt hat, die blöde Nuss.
mal, hier geht's auch noch irgendwo ran. Ah, aber nicht wirklich. Autsch. Ja, ne? Mach das an. Ich sehe sonst nichts. Reiner? So. Ich denke, sie ist weg. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist so ein Punkt im Spiel, der mir langsam, also der mir ein Ticken zu, vielleicht bin ich auch nur zu dumm. Ich will das nicht abstreiten, vielleicht bin ich auch einfach nur zu dumm. Halt, was soll denn der Scheiß? Wo kommst du denn jetzt her? Fick dich! Mist, Sau! Was ich sagen wollte, diese Wegfinderei ist gerade, wie gesagt, vielleicht bin ich zu dumm, ich bin mir nicht sicher, aber das geht mir gerade echt ein bisschen auf den Sack. Und, aua, wie ich immer gegen irgendwas renne. Oh, guck mal, da sind noch Papiere und sowas. Oh. Oh. Cool. Jetzt bin ich hier wieder. Gehen wir da rein. Okay, wie bin ich da hingekommen? Ich weiß es nicht. Aber ich habe doch jetzt so ziemlich jedes, wirklich alles, fast alles hier jetzt gesehen. Oh Mann! Ja, ist klar. Ich habe gesehen. Du kamst da gerade raus. Du bist sauer, weil ich habe keine Ahnung, warum. Um ehrlich zu sein. Du bist halt keine sehr hübsche Erscheinung. Vielleicht liegt es daran, dass du stinkig bist. Wäre ich vielleicht dann auch. Sieht aus, als hättest du schon lange nicht mehr geduscht. Kann ich hier eigentlich interagieren? Nee, ne? Alter. So, hier hat sie kaputt gemacht. Okay, dann gucken wir uns doch nochmal gerade hier um, solange die kurze Zeit nicht hinter uns ist. Was war denn jetzt eigentlich nochmal unser wertes Ziel? Kann ich mich einmal hier hinhocken und mir das ansehen? Irgendwo bei den Zaun klettern. Okay. Okay, ich weiß, was wir machen müssen. Wir müssen diesen blöden Karren irgendwo hinziehen. Hi. Was sich aber durchaus als echt schwierig gestaltet, wenn die Nuss die ganze Zeit hinter einem herrennt. Oh, Batterien. Cool. Meine. So, ich hoffe, du hast mich nicht gesehen. Wo bin ich denn überhaupt? Da liegt auch noch ein Zettel. Aber so auch kaum Töne von sich. Das heißt, ich kann nicht ausmachen, wo die gerade ist oder ob die gerade bei uns in der Nähe ist. Das finde ich ein bisschen dumm. Kann ich denn hier? Ja, das kann ich. Temple Gate Buße. Guck mal, das können wir doch mal lesen.
Aber das habe ich doch schon gelesen. Haben wir nicht gerade eben einen neuen Zettel gehabt? Dann Kapitel 10. Dann zeigte der Herr mir, dass Werke auf dem Amboss Temple Gates geschmiedet werden soll, eine Klinge scharf, dass sie selbst die Kehle des spinnenäugigen Lamms schneiden kann. Und ich versammelte meine Jünger aus dem Land Al-Barak und der Stadt Holy Faith von den impotenten Apokalyptikern in Los Alamos. Ständig gejagt von den Zöllnern und ihren Steuersammlern, gehetzt wandten und wuchsen wir einen Stamm durch die Wüste. Der Herr gab Ezekiel mehr Frauen und als Brüder, doch ich wies keine ab, weder Diebe noch Huren, Vergewaltiger, Süchtige, Mörder, Kinderschänder, Krüppel. Und ich fragte den Herrn um Rat wegen der Versuchung vieler Frauen, und eine Stimme starken Weines sprach: Kennst du nicht Abraham, Jakob, David und Salomon? Ich befehle nur, dass keine Frau gegen ihre Schwester eifert, entdecke nicht den Körper der einen, solange die andere lebt. Das kann man auch falsch verstehen. Und nimm nicht deine Töchter über ihre Mütter vor ihrem ersten Blut oder wenn die Ältere noch lebt. Was sind das denn bitte für Gebote? Also deine Tochter bitte nicht, bevor sie ihre erste Periode hatte. Das wäre dann komisch. Und wenn deine ältere Tochter noch lebt, lässt du die jüngere bitte auch in Ruhe. Das ist ein absolut oberstes heiliges Gebot. Ohne Worte. Um deine Frauen und Töchter werden deine größten Krieger haben, in Wimpeln mit Waffen und Wein. Und es sei an dir, Kinder mit diesen Frauen zu zeugen und Kinder mit diesen Kindern und Kindern mit diesen Kindern, bis dein Blut eine Nation ist. Ja, von Krüppeln. Und von dieser Nation wird der Feind entspringen. Das ist abartig. Das ist sowas von dermaßen abartig. Huch. Ich wollte eigentlich nur spähen. So, jetzt hocke ich schon ewig hier drin. Wenn ich jetzt hier rauskomme, kommt sie doch bestimmt angescheißert, ne? Und dann habe ich ein Problem, weil meine... Oh, das war laut. Oh, das ist schön. Ach, hier bin ich jetzt wieder. Ich hangel mich von Fass zu Fass. Blinken da hinten so. Sollte ich jetzt schon nachladen? Ich weiß nicht, wie viele Batterien wir haben. Kann ich jetzt auch gerade nicht ausmachen. Okay, komm, geh raus. Das auch schneller machen. Mir kriecht gerade so richtig die Angst hoch. Weil ich weiß, dass die gleich hinter uns sein wird. Hoch. 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 Kann ich nicht? Kann ich nicht? Ich kann nicht. Oh Gott, wo war die denn jetzt? Der ist noch nicht ganz dran, kann das sein? Das ist so geil. Ich sag gerade, mir kriecht die Angst langsam hoch. Da macht die Alte. Und ich sofort. Okay, ich hab den jetzt so nah dran. Ich möchte jetzt natürlich ungern sterben. Wo bist du? Geht aber auch nicht mehr.
Ach so, okay. Gut. Haben wir das geschafft, Gott sei Dank. Wobei ich mich ehrlich frage, was als nächstes kommt und ich möchte es eigentlich gar nicht wissen. Okay, das hier ist krass. Kann ich mich hier nicht verstecken? Oh, die Musik! Oh Gott, das Ding guckt mich auch noch an! Entschuldigung, das Ding, die arme Frau. Eigentlich ist es ja wirklich nur eine arme Frau. Nur die Lampen. Was sollte ich denn? Ah, die Kirche. Okay, wir bleiben mal hier mittendrin stehen. Ja, eigentlich schon, aber hier bin ich mir nicht so sicher. Vor allen Dingen, vor was man hier Zuflucht nimmt. Also wer hier vor wem Zuflucht nimmt, ist dann auch so die Frage, ne? Okay, wieso können wir hier so weit reinlaufen? Diese Knochen tragen die Sünde Kains. Ruhe in der Erde, bis du auferstehst. Der Feind wartet in einen unbekannten Leib. Möge der Herr meine Kiefer aus Knochenen als knochene Keule verwenden. Zahle meine Schuld für die Sünde meiner Geburt. Die Hölle wartet nicht. Was für eine elende Welt. Bleibe wachsam mit Herz und Hand. Sei bereit, den Teufel in Gottes Land zu töten. O Sion. O Sion. Wie die manche, also so manche Dinger erkenne ich wieder, auch die Namen der Engel wie Ezekiel, also ich kenne das schon. So aus Film, Funk und Fernsehen quasi. Aber wie die das auch so umgedichtet haben zu ihrem Spinnereiengebet, ist schon nicht schlecht. Krasses Bild auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt, was uns da drin erwartet, Leute. Und so leid es mir tut, wir werden es erleben in der nächsten Folge. Zeit ist um, ich kann nichts dafür. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei. Bis dahin wie immer eine super schöne Zeit. Macht's gut und tschüss.